We could break up and then make up. I always come back to you. Heyo, heute gibt's mal wieder ein neues Video von mir. Und heute gibt's mal ein Video, was... ich versuche das jetzt trotzdem positiv und gut rüberzubringen. Einfach weil es ist ja immer noch ein YouTube-Video und ich will euch jetzt keine schlechte Laune machen oder so. Gibt's mal ein bisschen anderes Video. Und zwar, wie viele von euch vielleicht durch Instagram oder sonst was mitbekommen haben, lag ich im Krankenhaus auf der Intensivstation und ich wollte euch jetzt einfach hiermit einmal erklären, was genau passiert ist, wie es passiert ist, wie es mir jetzt so geht, weil halt einfach viele nachgefragt haben und euch auch einfach mal sagen, dass nicht alles, auch nicht in meinem Leben, ist immer positiv oder keine Ahnung. Normalerweise versuche ich euch ja hier auf Social Media, auf Instagram, auf YouTube, TikTok, was auch immer, ist eigentlich scheißegal, immer nur positive Sachen mitzugeben und nur positive Sachen aus meinem Leben zu zeigen. Aber es ist halt trotzdem nicht immer alles so positiv. Nur nochmal zum Beginn, ich möchte hierfür weder Mitleid, noch möchte ich, wie nennt man das? Ich wollte euch einfach nur sagen, wie es war, wie es ist und keine Ahnung, mir geht es jetzt im Nachhinein wieder ganz gut und keine Ahnung, aber darauf werden wir gleich eingehen. Und da ich von dem ganzen Vorfall, von dem ganzen eigentlich nicht wirklich viel mitbekommen habe, da sitzt meine Mama jetzt neben mir, weil sie euch das Ganze mehr oder weniger erzählen wird und nicht ich. Ich möchte nichts Falsches sagen, ich habe nämlich immer noch viele Gedächtnislücken, beziehungsweise eigentlich weiß ich gar nichts mehr davon und kann es euch auch nur von Erzählungen von meiner Mama, von meiner Schwester und von Leon sagen, weil ich persönlich habe nichts davon mitbekommen. Und die Einzige, die die ganze Zeit bei mir war, weil es halt auch nicht anders ging, war meine Mama. Also sie saß die ganze Zeit bei mir auf der Intensivstation, sie hat das alles mitbekommen, von Anfang bis Ende. Deswegen wird sie euch das jetzt einfach erklären. Ich werde euch zwischendrin vielleicht noch ein paar Bilder einfügen oder keine Ahnung, ich weiß noch nicht so genau. Du musst anfangen zu erzählen. Ich weiß ja vieles nicht mehr. Willst du es überhaupt erzählen oder soll ich das machen? Also die Petne war krank und hat ein Medikament bekommen, was sie nicht vertragen hat und hat aufgrund dessen Atemstillstand bekommen. Das heißt, ihr Herz hat aufgehört zu schlagen, sie ist blau angelaufen und dann wurde Notarzt gerufen. Genau, und als, wie gesagt, es wurde dann eine Herzdruckmassage gemacht. Im Krankenwagen. Und sie musste intubiert werden und künstlich beatmet werden und hat ein Gegenmittel bekommen, das auch nicht vertragen hat. Man kann das Kind eigentlich nicht beatmen, weil sämtliche Nerven alle Zugänge zumachen und sämtliche Atemwege verschließen und es passiert gar nichts. Ja. Und du denkst jetzt eigentlich, dein Kind stirbt vor dir weg und du kannst nicht helfen. Und das hat das Ganze im Prinzip nicht besser gemacht. Und man kann es eigentlich nicht glauben, weil kurz davor war alles okay und dann ist es auf einmal nicht mehr okay, von jetzt auf die andere Minute. Und vor allem, ich habe morgens noch an der Arbeit angerufen und habe mich krank gemeldet. Also ich habe bei meiner Chefin angerufen und meinte, ja, mir geht es heute nicht gut, bla bla bla, und habe mich ja krank gemeldet und viel mehr danach weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Und dann habe ich eine Gedächtnislücke, also was mittwochs passiert bis Samstag, also von Mittwoch bis Samstag weiß ich eigentlich gar nichts mehr und ab Sonntag war es dann eigentlich wieder in Ordnung. Also klar, so einzelne Bruchteile weiß ich schon und ich weiß auch, dass ich auf der Intensivstation lag und so einzelne Sachen davon weiß ich auch noch, aber halt eigentlich nicht wirklich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt schlimm, wenn man dann sieht, im Prinzip, du stehst nebendran, du kannst nichts machen, gar nichts. Ich durfte mitfahren im Notarztwagen, ging es halt in die Klinik, auf die Intensivstation, zuerst in diesen Schockraum, aber sie hat ja nicht reagiert. Sie war völlig weg. Dann wusste man auch nicht, wie lang hat sie keinen Sauerstoff oder ihr Gehirn keinen Sauerstoff bekommen. Wie ist die Reaktion? Also eigentlich konnten die Ärzte meiner Mama gar nicht sagen. Also sie wussten nicht, bin ich jetzt danach behindert, geht es mir gut, hat mein Gehirn irgendwelche Schäden oder sonst irgendwas. Also eigentlich man konnte gar nichts sie sagen. Ihr prinzipiell nichts sagen, außer man muss abwarten. So. Und ich glaube, das ist für eine Mutter jetzt nicht so schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon wie gesagt nichts mitbekommen. Deswegen sehe ich das jetzt relativ gelassen. Ich habe heute Morgen beim Arzt auch geweint, aber ich sehe das jetzt trotz
ich habe es halt eigentlich nicht mitbekommen. Also du kannst dich ja auch gar nicht dran erinnern, wenn man der Peyton dann auch, wie gesagt, wir sind, also sie war da in dem Schockraum und da wurde natürlich eine Übergabe von den zwei Notärzten an diesen Notarzt in dem Schockraum an das erste Team übergeben, was gemacht wurde, welche Mittel sie ihr gespritzt haben im Notarztwagen, wie die Wiederbelebung war, ob, wie lange sie praktisch ohne Sauerstoff war, konnten sie ja auch im Prinzip nicht richtig sagen. Und dann hat man versucht, im Prinzip ihr dieses Gegenmittel immer wieder zu dosieren, um zu gucken, wie sie reagiert. Aber sie hat halt eben gar nicht reagiert, sie ist auch gar nicht aufgewacht. Und man konnte mir auch nicht sagen, ob sie aufwacht, wann sie aufwacht, wie sie aufwacht. Das war halt auch das Schlimme. Und ja, dann kam sie aus dem Schockraum raus, auf der Bahre mit Atemmaske, Schläuche, mit verschiedenen Geräten auf dem Bett. Die haben mich dann auch so auf die Seite getan, dass ich das nicht so richtig mitbekomme und haben dann gesagt, sie müssen sie jetzt auf die Intensivstation verlegen und erst wenn dort alles vorbereitet ist und sie praktisch an den, weil ich immer gesagt habe, ich möchte zu meiner Tochter. Gibst du es nicht direkt mit? Man kann oder man will sich es eigentlich nicht vorstellen, aber das läuft wie ein Film an einem ab. Ich habe immer nur gesagt, das kann doch nicht sein, ihr ging es doch noch gut. Und kann mir niemand was sagen, also ich war wirklich völlig verzweifelt. Es wusste halt im Endeffekt niemand was. Die Sydney wusste nichts davon, Leon wusste nichts davon. Es hat eigentlich niemand irgendwas mitbekommen, außer du. Ja, und ich wollte halt nur bei ihr sein. Und dann haben sie die Peyton auf die Intensivstation, haben sie praktisch an die ganzen Geräte angeschlossen. Sie war ja nicht bei Bewusstsein. Und ich habe dann immer gesagt, wann wacht sie auf? Und dann habe ich als Antwort gekriegt, wir wissen es nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie lange war sie jetzt ohne Sauerstoff? Ja, auch das wissen wir nicht, aber wir haben hier ein CT und haben verschiedene andere Geräte, wo wir dann reagieren, wenn sie vielleicht auf das Medikament mal anspricht, was sie bekommen hat. Aber man wusste es halt eben nicht. Die Sydney hat dann geschrieben und auch der Leon, ey, wo seid ihr alle? Man kann keinen erreichen. Ich habe hier niemanden mehr geantwortet. Und ich wusste dann auch gar nicht, was hätte ich antworten sollen. Ich wusste es einfach nicht. Nee. Ich war total überfordert mit der ganzen Situation. Und ja, ich habe eigentlich gesagt, mir reißt das Herz raus. Dann ist ab und zu mal so kurz wach geworden. Und hat aber, also war nicht wirklich anwesend. Wenn man dann irgendwas zu ihr gesagt hat, konnte sie im Prinzip nur Dann hat sie teilweise gar nichts gesagt und dann war sie wieder weg und ich habe dann immer nur, und die haben dann gesagt, ja, es ist eine Intensivstation, sie dürfen hier nicht so lang, und ich habe gesagt, ich möchte auch bei meiner Tochter bleiben, ich wollte gar nicht weg. Und dann habe ich zwischenzeitlich Leon und der Sydney geschrieben gehabt oder gesagt, ich würde mich dann später melden, aber das war natürlich auch nicht besser, weil sie wussten ja trotzdem nichts. Ja, dann haben sie halt eben auch gesagt, ich kann nicht mehr so lange bleiben, weil es halt eben eine Intensivstation ist, und ich durfte dann aber doch bis um 9 oder so bleiben, abends, also bis 9 Uhr. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe in der Klinik, ich gehe gar nicht nach Hause. Und dann habe ich mit der Sydney telefoniert und habe gefragt, ob das für sie in Ordnung ist, und dann sagt sie, sie will auch kommen, aber das ging dann alles nicht, weil sie darf ja dann da auch nicht rein, weil ja immer nur eine Person rein darf, und das ist halt eben auch zu viel Aufregung. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte. Und sie hat auch Schule. Und sie hat auch Schule gehabt und musste sich ja auch konzentrieren, und auch Leon wollte kommen. Es bringt ja nichts, wenn du jetzt kommst, du kannst auch nicht rein. Ihr könnt alle nur beten für die Peyton, dass sie wieder aufwacht. Also ich habe dann auch dort übernachtet. In so einem Hotelkrankenhaus oder so hat sich das genannt, ne? Ja. Und war dann morgens um 7 gleich wieder dort. Und dann hat es aber eine Weile gedauert, bis ich wieder reinkam. Also bis ich wieder auf ihr Zimmer durfte in der Intensivstation. Dann habe ich halt die Hand gestreichelt und Backen gestreichelt. Und habe halt gesagt, dass wir alle für sie da sind, dass wir an sie denken. Und ich wollte ja auch mit dem Arzt sprechen. Um 8 Uhr sollte Visite sein. War Visite? Und die Peyton ist dann ab und zu sich gekommen,
Und das Einzige, dann immer wieder. Das Einzige, was ich davon noch weiß, ich musste so dringend auf Toilette. Und die haben aber gesagt, ich darf nicht aufstehen und ich durfte auch nicht auf Toilette gehen. Das war davon das Einzige, was ich wusste. Und dann wollten die, dass ich in so eine Bettpfanne mache. Aber da habe ich mich geweigert. Also das ist das Einzige, was ich davon noch wusste. Du durftest halt nicht aufstehen, weil du hattest ja einen Herzstillstand. Und man musste gucken, wie ist dein Herz, wie reagiert es, dass ich alles verkrampft hatte. Ich habe so lange Halsschmerzen gehabt. Ich habe hier auch überall noch auf den, also die Hand hier, die ist hier vorne noch voll blau. Und hier habe ich auch überall noch Einstiche und an meinem Bein. Und ich habe überall blaue Flecken, weil ich irgendwie überall mit meinem Bein oder mit meinem Arm dran geknallt bin. Und hier von den ganzen Nadeln, ich weiß auch nicht, ist jetzt weniger schlimm. Aber in dem Moment hat ja der Notarzt nur geguckt, wie kann ich das schnell machen. Und dann guckt man nicht, ob du dir irgendwo die Hand anschlägst, wo sie dann aufgewacht ist. Also immer wieder mal so zwischendrin, so kurzfristig. War sie aber ziemlich wirr und hat 50 Mal hintereinander das Gleiche gefragt. Du hast die Frage beantwortet und dann, wo bin ich hier? Da kam das wieder und wieder und sie wusste einfach nicht, dass sie das gerade eben gefragt hat. Und sie kann sich auch im Moment immer noch nicht die Sachen merken. Also von dem Tag weiß sie gar nichts. Ich weiß von den letzten Tagen generell gar nichts mehr. Also von dem Tag danach auch nicht. Nee. Und jetzt, wenn man ihr was sagt, sie vergisst es dann immer. Also das Kurzzeitgedächtnis leidet schon doch. Also so Sachen, die davor passiert sind, das ist alles kein Problem. Aber die Sachen, die jetzt halt gerade aktuell sind, also meine Mutter hat mir heute Morgen irgendwas erzählt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich weiß nicht, das ist manchmal noch ein bisschen verwirrend, weil eigentlich, das heißt, habe ich ein gutes Gedächtnis, aber ja, schon. Weiß ich nicht. Und jetzt ist es halt so, man erzählt mir irgendwas und ich frage halt eine halbe Stunde später nochmal das Gleiche, weil ich es mir halt einfach nicht merken kann. Die Ärzte, also wir waren jetzt auch schon auf Kontrollbesuch. Zum Kontrollbesuch. Ja, und die Ärzte haben halt gemeint, dass davor verdrängt, aber warum ich es mir jetzt nicht merken kann, wissen die trotzdem nicht. Gut, man weiß ja auch nicht, wie lange also der Sauerstoff im Prinzip zu deinem, also unterbrochen war. Du warst ja blau angelaufen. Ja, keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt halt noch habe, also ich habe, meine Mama hat ein, zwei Bilder gemacht gehabt, von da, wo ich im Krankenbett lag, weil sie halt, der Sydney in dem, so doof wie es klingt, aber du hast der Sydney in dem Leon halt einfach ein Bild geschickt, dass sie beruhigt sind, dass sie wissen, aha. Ja. Also was heißt beruhigt sind, das hört sich jetzt auch, dass sie wissen, du bist in guten Händen, du wirst versorgt. Ja, genau. Ja? Und ich kann dir euch mal kurz einblenden, also ich sah auch auf dem Bild irgendwie nicht so toll aus. Ich hatte überall irgendwelche roten Flecken und weiß ich nicht, also gesund sieht das jetzt nicht aus. Was heißt, ich kann das, nee, mit Humor kann ich das jetzt nicht nehmen, aber ich sehe es, glaube ich, nicht so schlimm wie du, weil ich es halt nicht mitbekommen habe. Für mich ist das halt wie so eine Geschichte, aber ich war halt nicht dabei bei der Geschichte, weil ich halt davon nichts mitbekommen habe. Ich weiß von dem Tag, wo es passiert ist, nichts mehr, außer dass ich morgens aufgestanden bin und mich krank gemeldet habe. Von dem Tag danach in der Klinik weiß ich auch nichts, außer dass das Brot nicht geschmeckt hat, weil ich habe ständig nach Essen verlangt und die wollten mir nichts geben. Abends sind wir nach Hause gefahren und dann ist doch Leon gekommen, oder? Mhm. Dann, weil Leon hat einen Tag in der Schule gefehlt. Also genau, ich hab ihn gefragt, ob er nicht kommen mag. Oder ob er kommen kann, weil normalerweise geht es ja nicht, weil er Schule hat. Ja. Weil ich glaube, wenn man liebe Menschen um sich herum hat, die einem was bedeuten, ne? So wie jetzt die Schwester, die Mutter, der Freund, dann wird man vielleicht schneller gesund. Wenn man jemanden lieb hat, dann will man ja auch bei dem sein. Dann ist er abends irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Uhr es war. Auf jeden Fall, ich lag schon im Bett und dann kam Leon, das weiß ich noch. 11:30, glaube ich, war er da. In der Nacht. Ja, und ich weiß auch nur, dass er an dem Tag noch zu mir gekommen ist, weil er mich, wie viele Tage lang hat er mich gefragt, um wie viel Uhr er abends gekommen ist. Jeden Tag mehrfach. Und ich kann es mir bis heute nicht merken. Ich weiß einfach nicht, um wie viel Uhr gekommen ist. Ich glaube, ich hatte es zwischendrin mal richtig oder so, aber im Endeffekt habe ich keine Ahnung davon. Mhm. Und es nervt mich auch richtig. Also, was ist, man braucht das Kurzzeitgedächtnis einfach. Aber ich denke und ich hoffe, dass es auch wieder besser wird und die Ärzte waren auch in gutem... Also die haben schon gesagt, das kann ein paar Wochen dauern und ich hoffe jetzt halt einfach mal, dass es wieder wird, aber man sagt eigentlich, oder man macht jetzt das Video auch, ich war mir unsicher, ob ich da überhaupt was dazu sagen mag, weil das
wie gesagt, was ganz Schlimmes ist, was man ja keinem wünscht. Nee. Aber ich denke, es gibt halt auch nicht nur schöne Seiten. Ne? Und man soll einfach dankbar sein für das, was man hat. Ja, kann jetzt gut sein und morgen oder eine Stunde später. Was denn? Ja, ich sage jetzt nochmal so, ich hatte wirklich in dem Ganzen echt Glück und kann auch froh sein, dass die Ärzte so gut waren, wie sie waren. Also es hätte dass auch die Erstversorgung so geklappt hat, weil ja, es hätte auch anders ausgehen können. Und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, man muss wirklich die kleinen Dinge im Leben wieder mehr wertschätzen. Wenn es nur was Leckeres zu essen ist oder sonst was. Aber man muss wirklich anfangen, die kleinen Dinge mehr wertzuschätzen. Weil man halt einfach nie weiß, wann es vorbei sein kann oder keine Ahnung, so doof, wie es sich auch anhört. Ich bin 20 und ich hätte nie gedacht, dass mir jetzt sowas irgendwie passiert oder sonst was, weil ich bin eigentlich ein gesunder Mensch, ich habe nie irgendwas, ich bin selten krank. Wenn ich krank bin, ja, dann bin ich halt mal krank. Aber die meinten, es ist halt total selten gewesen, dass sowas überhaupt passiert und die wusste anfangs halt auch gar nicht, wie man damit umzugehen hat. Ich denke mir halt im Endeffekt, so schnell kann es gehen, also keine Ahnung, man sollte einfach sein Leben mehr wertschätzen. Man hat jetzt auch einen Ausweis gekriegt, wo das drinsteht, mhm, auf was sie so reagiert hat, dass man da halt eben in einer Notsituation anders reagieren kann oder weiß, mit umzugehen. Dazu muss ich auch noch eine Sache sagen. Leute, die meine Insta-Story gesehen haben, erstmal wusste ich nicht, dass, also die Insta-Stories, die ich gemacht habe, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Als ich mir die jetzt im Nachhinein nochmal angeguckt habe, dachte ich mir so, was für eine Scheiße ich da gelabert habe. Aber ich kann mich an diese Story einfach nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht, an keine von den ganzen. Ich verstehe es halt einfach nicht. Also ich hatte ja dann so eine Fragerunde gemacht, weil ich so ein, zwei Sachen beantworten wollte. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Und ich weiß nicht, in dieser Fragerunde kamen dann halt so Sachen auf Instagram, wie ich wünsche den Tod oder sonst irgendwas. Also bei aller Liebe, auch wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob ich unter dem YouTube-Video die Kommentare anlasse. Vielleicht schalte ich die auch einfach aus. Keine Ahnung, weil ich wollte mit dem Video weder irgendwas, weiß ich, ich möchte weder Mitleid, noch möchte ich, keine Ahnung, ich wollte einfach meine ernste Situation aus meinem Leben teilen und euch einfach mal zeigen, dass es nicht nur positive Seiten im Leben gibt und dass es auch mir nicht immer gut geht. Also der Vorfall ist jetzt eine Woche her und wie ihr seht, mir geht es inzwischen eigentlich wieder ganz gut. Aber schätzt es. Ja, schätzt euer Leben und genießt es. Genießt es und ich versuche ja trotzdem mein Bestes zu tun und keine Ahnung, am Wochenende ist jetzt auch die Glow. Ich gebe natürlich mein Bestes, dass ich auch kommen kann. Also ich versuche ja wirklich alles und ich will auch nicht rumheulen oder sonst irgendwas, weil im Endeffekt, ich lebe noch und es ist alles gut. Aber es war trotzdem eine harte Zeit und nicht nur für mich, also für mich, ich habe es ja im Endeffekt nicht mitbekommen, aber für meinen Körper war es eine harte Zeit. Was habe ich gerade erzählt? So, ja genau, auf jeden Fall geht es mir jetzt wieder besser und ich werde am Wochenende noch auf die Glow gehen. Denken wir, oder ich hoffe mal, mir wird es gut gehen und keine Ahnung. Durch die ganzen Sachen habe ich jetzt auch ehrlich gesagt ein paar Kilo abgenommen, weil viele mir auch geschrieben haben, ich bin ziemlich dünn geworden. Ja, ich habe ein paar Kilo abgenommen, weil ich halt kaum was gegessen habe, künstlich ernährt worden bin, beziehungsweise dann gar nichts gegessen habe. Und ja, aber an alle, mir geht es jetzt gut, es ist alles in Ordnung. Es war halt ein Schock für alle und ich glaube, damit können wir das Video jetzt auch beenden, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, war's das mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.